Servus Leute! Seit einigen Wochen sind die Strecken vom MTB-Marathon Tegernseer Tal veröffentlicht. Ich habe mir vorgenommen, heute die Strecke A abzufahren. Die Strecke A ist gleichzeitig auch die Strecke B, wird dort allerdings zweimal gefahren. Und auch auf der Strecke C werden Teile von der Strecke A gefahren. Wann welche Strecke gefahren wird, seht ihr immer oben in der Ecke. Bei meinem ersten Versuch bin ich noch im Schnee stecken geblieben. Ich glaube, das passiert mir heute nicht. Ihr findet in der Videobeschreibung die Strecke als Download, ich glaube von Strecke A und B. Und ihr findet auch mich als virtuellen Partner dort, also die Datei zum Download. Dann geht's auch schon los.
Servus, auf geht's.
Jetzt sind wir an einer Schlüsselstelle angekommen. Meiner Meinung nach ist es eine Schlüsselstelle, denn hier geht es vom Forstweg direkt rein in den Trail und gerade der Anfang vom Trail ist etwas hakelig, etwas knifflig. Die Könner, Profis bügeln hier wahrscheinlich drüber, ich selber komme hier aber an meine Grenzen und habe mich daher dazu entschieden, für euch das mal aufzunehmen. Also, ihr kommt von dem Forstweg, also genau von dort kommt ihr an und dann geht es hier rechts rein in den Trail. Die ersten Meter vom Trail sind noch relativ easy, aber schon da vorne, dort wo der Schatten beginnt, kommen ganz viele Wurzeln, einige Treppen, Steine gibt es. Es gibt Baumstümpfe und es ist etwas feucht. Also in etwa hier geht's los. Hier sind schon die ersten Wurzeln. Ich hoffe, man kann es erkennen. Geht's weiter. Gibt die ersten Stufen. Man sieht auch einige Steine. Wieder ein großes Wurzelfeld. Und jetzt kommt ein relativ großes Gefälle, wo ich halt schon Probleme habe mit meinem Anfängerkönnen. Und ja, also ich persönlich würde, sieht man meinen Finger, würde jetzt diese Linie wählen, dort hinten lang fahren, links um den Baumstumpf und dann wieder rechts rüber. Wir laufen das einfach mal ab. Ich hoffe, man kann was auf dem Video erkennen. Also hier entlang. Die Stufen und Wurzeln hier rüber. Dann hier entlang. Jetzt ist die Qual der Wahl, ob links oder rechts vom Baumstumpf. Auf jeden Fall, dies ist der direkte Weg. Und ich würde hier rüber fahren. Und hier nochmal ein bisschen Auslaufzone zu benutzen und in den einfachen Trail überzugehen. Von hier an ist der Rest relativ easy, also kein Problem. Schauen wir uns das Ganze nochmal rückwärts an. Also ihr kommt von dort, beziehungsweise ich schwenke jetzt einfach mal hoch. Ihr kommt von da oben. Dort oben, wo der Baumstumpf ist, links vom Baumstumpf, da kommt ihr von dem hinteren großen Baumstumpf. Gehen nochmal meine Linie rückwärts. Das wäre hier lang. Hier hoch. Mit einem jetzt ordentlichen Anstieg. Fahrtrichtung ist es ein ordentliches Gefälle. Viele, viele Wurzeln, einige Stufen, einige Steine. Hoppla. Nach dem Wurzelfeld relativ einfach. Das sollte man fahren können ohne Probleme. Hier ist vielleicht noch eine knifflige Stelle. Okay. Ja. Genau. Und von da hinten kommt ihr in den Trail rein. Okay, weiter geht's. Jawohl, sehr gut.
So, ich hoffe, der Baum ist beim Marathon weg. Okay, hier nochmal ein etwas schwierigeres Stück. Viele Steine. Im Prinzip einfach nur langsam anfahren und laufen lassen. Schön ausbalancieren und einfach laufen lassen. Gar nicht so arg bremsen. Zack, fertig, geschafft. Kurz kontrollieren, ob die Taschen noch alle voll sind. Ja. Ja, passt, läuft und dann auf die Abfahrt, fertig, los!
Fresse, ja. Also 63,2 will ich da jetzt runter. Wenn ihr das auch schafft, super.